Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Frankreich. Und was machen wir heute? Ich denke, wir werden gleich Spanien angreifen und Aragon ein bisschen größer machen. Kernprovinzen zurückgeben, das ist ganz wichtig. Und ansonsten gucken wir mal, was der Tag heute so bringt. Wie alt ist unser Herrscher? 47. Oh, der ist so. Ja. Aber ist okay. Das Kolonialwachstum konnten wir gut gebrauchen, also. Hat er gut gemacht. So. Und jetzt meint ihr, wir schaffen die Weltumsegelung? Wie viel Manöver hat der Typ? 4. Mit 6 Schiffen wird es nicht unbedingt einfacher, ne? Komm, wir versuchen es. Da wird Umsegelung. Oha, unser General ist down gegangen. Ja, 5-1 ist jetzt nicht so überragend, aber ist okay. Für die Spanier wird es reichen, ne? Oh, wir verlieren Handelseinfluss. So, du zeigst mir jetzt bitte nochmal kurz bei den Gebäuden. Wir haben noch Gebäude, die wir ausbauen können. Also bis ungefähr zum 10er macht man das in der Regel. Wobei, es ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, wo noch? Nee, warte mal, das kannst du an der Elfenbeinküste kannst du ja schenken, oder? Obwohl, komm, lass drin, ist okay. Ist okay. Wir werden gleich noch ein Handelszentrum ausbauen und so. Das müssen wir auch noch machen. Und vor allen Dingen müssen wir auch noch ein bisschen investieren in unsere Handelshäuser. Da stecken wir jetzt die nächste Kohle rein. Er schafft es nicht mehr. Ne, ich glaube, das ist dann doch ein bisschen zu weit. Für die Weltumsegelung, schade. Und einer weniger. Einmal muss jeder gehen. Wir nehmen den Typen mit der diplomatischen Reputation, weil wir dann schneller integrieren. Ich kann da übrigens. Das ist so albern, ne? Ich deaktiviere die Festung gar nicht mehr, weil wir so viel Kohle machen. Das ist ja absurd, ne? Wir könnten jetzt Provinzen entwickeln. Das Problem ist, dadurch steigt natürlich auch nochmal der Verwaltungsaufwand dieser Provinzen, ne? 0,18. 0,26, aber für einen doppelten Betrag, ne? Wir schauen noch mal kurz. Bourgeoisie findet uns okay. Wir können mal eine Versammlung anbieten. Was sagt denn der Bourgeoisie-Stand? Kolonisiert oder habt Untertanen? Vergiss es. Baden. Aha. Oder Grundsteuer in Valois mindestens 8. Ja. Dann machen wir hier Entwicklung ankurbeln. Wo ist es da? Machen wir direkt. Ah ja, mitnehmen. Da machen wir direkt nochmal. Machen wir direkt nochmal Schotter. Super. Steckt nochmal ordentlich was rein. Und fertig. Bam. Das Problem ist halt auch wieder diese erhöhten Regierungskosten, ne? Es macht mich fertig. Bekommen wir als nächstes was, womit wir mehr Unruhe minus 1. Unsere Rebellenunterdrückung. Verwaltungsgebiet erweitern. I don't know. Kann Sitz im Parlament entziehen. Ne?
Nationalismus. Politismus, chemische Kriegserklärung. Nee. Auswirkung AE plus 15. Das ist so bitter. Wer macht denn sowas? Gibt es noch irgendwas, was wir hier aus der Kategorie ändern wollen? Zu diplomatische Beziehungen, das haben wir. Minus 10, das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das passt alles soweit, ne? Komm, einmal noch erweitern, oder? 1200, 1034, ja. Komm, einmal noch, oder? Ja, ja, okay, gut. Aber jetzt wird es wieder teuer genug. Dieses Spiel, das immer meine Generäle sterben lässt, ne? So, der ist gut, der Typ, okay. Brauchen wir den hier? Vielleicht nehmen wir ihn tatsächlich mit hier rüber, oder? Oh, unser Entdecker ist down gegangen. Die Flotte ist schon mal bereit. Wann geht's los? Juli 66, okay. ...3000 kostet uns das. Ich glaube, da sparen wir noch die Kohle und dann fördern wir das Ding. So, jetzt bringen wir uns mal in Stellung. Also, wenn wir dich gleich angreifen. Österreich wird mitmachen. Portugal und Luca. Ja, fangen wir an mit Luca. Und parallel dazu machen wir Österreich, oder? Kriegen einen Conquistador. Der kostet uns auch nichts. Das ist doch ganz cool. Oh Gott, der kann aber auch nichts. Lass mal weg. Oh Gott, im Himmel ist der schlecht. Brauchen wir die Missionarstärke? Ich meine, wir haben noch nicht so viel. Wir haben noch nicht so viel Treiben mit. Wir haben noch nicht so viel Treiben mit der Reformation, ne? Also die Technologiekosten reduzieren wäre, glaube ich, fast besser, ne? Da gibt es eine neue Ideengruppe. Wow, okay. Sehr nice. Ah ja. So, jetzt müsste es doch gleich losgehen können, ne? Sauber. Schottland macht mit, Otto nicht. 8000 Schulden. Nice. So, wir machen Rückeroberung der Kernprovinz Alicante. Dann gehst du direkt hier hin. Du direkt hier hin und du gehst hier hin.
Wir machen ein mini bisschen langsamer. Fahr direkt hier vorne hin. Das müsste eigentlich reichen. Du läufst hier hin und dann machst du folgendes. Du spaltest mir mal... Stopp. Spalte mir mal hier von so einer Armee ab und die nimmst du dann mit hier hin. Dann kann diese Armee, da ist zwar kein General drin, aber die kann trotzdem mal mit hier hinkommen. Und blub. Wäre schön, wenn wir das Schlachtschiff, oder das Flaggschiff erobert hätten, aber manchmal ist es halt so. Ja, Schottland brauchen wir da nicht. Guck mal, wie frech der ist. Ganz schön frecher Kerl. Wer ist noch mit dabei? Außer den. Danach nur noch Portugal, nicht wahr? Okay. Ich weiß nicht, was machen wir jetzt noch am besten? Ah ja, hier vielleicht noch ein bisschen Beziehungen verbessern, ne? Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe selten eine Fraktion gespielt. Also ich muss aber auch dazu sagen, so Ottos oder so, ne? Habe ich jetzt natürlich auch nie so... Ottos habe ich noch nicht gespielt, ne? Weil Ottos ja halt auch so übertrieben stark sein sollen. Was? Wo? Ach, da hinten. Lol. Polen ist jetzt Kontrolle der Kurve. Ja, ich werde da nicht so schnell nochmal Punkte rein investieren. Ja, brauchen wir jetzt nicht besteuern. Aber man kann so krass steamrollen, ne? Also es ist schon bemerkenswert, was da möglich ist. Von Luca will ich eigentlich nur dein gesamtes Geld und brauche ich auch noch den Handel. Ach, Kriegsreparation reicht mir eigentlich. Willst du nicht, ne? Ist klar. Ja, ich meine, wir haben ja nur 59 Punkte Kriegsstand gegen dich, ne? Lagung 2, wie bleibt der? 4, ja, das ist noch ein bisschen besser, ne? Ja, komm. Oh, die Zeit der Zensur ist gekommen. Provence verliert 25 Unterstützung für die Druckerpresse. Oder Provence bekommt dafür Unruhe und weniger Missionarstärke. Ja, ist okay. Wir werden damit leben können. ...45 Schiffe sind das? Ach du meine Güte. Was hat er denn da? Aber da sind keine schweren Schiffe mit dabei, ne? Das sind Transportschiffe und sowas. Komm, wir probieren es mal. Versuch dein Glück. Boom. Nice. Und schon ist er weg. Wir haben ein Leichtschiff verloren, aber ich glaube, das Leichtschiff hatten wir oder entweder einer unserer Verbündeten gerade sowieso erobert. Fährst du einfach mal wieder hier hin, denn die Flotte ist ja super. Halt! Dahin. Und blub. Und weg ist sie. Ich geh mal schnell nach Nizza. Ey, wir haben das Breisgau erobert. Cool. Reicht es für einen Frieden mit Österreich? Ich brauche von Österreich jetzt erstmal nicht viel. Nein, du willst noch nicht. Okay. Wir könnten natürlich... Das wäre natürlich ein Schmankerl, Tirol freilassen, aber... Ja. So, Siena haben wir auch. Also, Luca, vielleicht jetzt all dein Geld? Genau, jetzt willst du es machen, ne? Das ist super. Eine Provinz hole ich mir noch nicht.
So, wir holen uns aber hier... Ups, nee, doch nicht. Aber... Du kommst mal langsam hier zurück. Und blub. Und dann fährst du mal hier rüber. Ne, warte, wir machen es anders. Du wirst erst noch die Österreicher plätten. Und dann sehen wir weiter. Sehr viel Arti. Ist keine schwache Armee. Vielleicht kannst du noch hier mitbelagern und du gehst mal nach Toledo und dann gucken wir, dass wir da den Sack auch langsam mal zumachen. Ja, fördern wir die Druckerpresse direkt, klar. Und holen uns die beiden Ideen hier. Und dann können wir uns bis zum Kriegsende überlegen, was wir für eine Idee nehmen, ne? Also wir sind ja jetzt relativ, wir sind jetzt noch relativ frei. Also Söldnerideen sind stark geworden, aber bei den gigantischen Rekrutenreserven und Armeegrößen, da lohnt sich das nicht so. Ich bin, ehrlich gesagt, ich glaube, wir machen wirklich radikal Quantität, ne? Weil wir ohnehin so ein großes, also wir kriegen einfach halt noch größeres Truppenlimit dadurch. Wir haben halt schon ein sehr hohes Truppenlimit. Und unsere Truppen sind ja schon gut. Also wir kriegen ja durch unsere Ideen, kriegen wir ja schon Boni, ne? Wir haben die Rekrutenreserven, wir haben die Disziplin. Wir haben den Moralbonus. Wir könnten jetzt natürlich die Truppen, also das muss man halt dann immer so ein bisschen abwägen. Ja, wartet mal ganz kurz, was wäre mit Defensivideen? Bekommen wir noch einen Moralbonus, ne? Armeetradition, Manöver, Unterhalt, Regimenter. Wir brauchen nicht... Ja, nee, und was ist bei hier? Moralregeneration, Disziplin? Da, durch Offensivideen bekommen wir auch nochmal ein Einheitenlimit und nochmal einen Disziplinbonus. Das wäre halt natürlich, also es ist immer schön, wenn das so stackt, ne? Ja, nehmen wir Offensivideen, das ist der Klassiker, ne? Wobei, ich jetzt sagen muss, wir sollten was mit Admin nehmen, weil... Also vielleicht sogar wirklich administrative Ideen, weil wir halt einfach nicht hinterherkommen mit dem Erobern. Ne? Also beziehungsweise wir erobern halt schon so viel, aber wir kommen nicht mehr mit unserem Limit hinterher. Ne? Wir brauchen halt mehr, wir brauchen ein höheres Limit. No, 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 there's no limit. Also, ja, wir brauchen ein höheres Limit und das gibt's halt erst in 5 Tech-Stufen. Bis dahin haben wir das über die Admin-Ideen halt locker reingeholt. Ne, in 3, Entschuldigung. In 3, der Abstand ist mit 5 groß, ne? Berater werden günstiger, wir kriegen mehr Berater. Kernprovinzerstellung ist günstiger. Kulturfilm wird... Ja, ja, komm, wir nehmen die Admin-Ideen. Ja, ja. Wir nehmen die Admin-Ideen. Das ist... für uns einfach eine sehr gute Gelegenheit.
Jetzt mal nach Oberkärnten. Er wird jetzt aber, glaube ich, auf die Festung erstmal auftreffen müssen, ne? Da kann ich gerade wenig machen. Aber Neapel hält sich gut. Hat sich aufgeteilt. Nee, das ist nicht gut. Der will auch noch nicht. Der will noch nicht Frieden machen. Jetzt nicht unser bester General. Aber wir müssten es trotzdem schaffen. Weil wir halt auch einfach so eine brachial hohe Armeeprofessionalität haben. Ja, Fernkampfwert, der war auch wichtig, glaube ich. Der Fernkampfwert war nicht unwichtig. Relativ wenig auf der Pfanne gegen uns hier. Oh, wir haben schon Toledo eingenommen. Wow. Mann, das Gebirge. Hier hin, bitte. Produzierte Güter lokal plus 15, Handelswert plus 15% oder wir verlieren Grundsteuer. Nee. Er hat 10.000 Artis gerade verloren. Ja, alle, ich glaube, wir müssen echt noch. Ich glaube, wir müssen noch diese Darlehensangebot aus Kongo. Alter, was ist hier los? Das zählt als diplomatische Beleidigung, oder? So, 2000 drin, wir müssen die Garnison nochmal irgendwann ein bisschen vergrößern. Also die Festung, meine ich. Warum kriegst du Verschleiß? Ich wollte gerade sagen. So, Unterkärnten haben wir. Dein ganzes Geld und Kriegsreparation will ich gerne. Die gibst du mir noch nicht. Dann reden wir nochmal drüber, wenn ich Wien erobert habe. Oh! Einer meiner Generäle ist down gegangen. Wo? Hier? Das war doch der, oder? Oder war das der hier? Einer von den beiden. Aber es wird der hier gewesen sein. Roll mir nochmal ein. Also ein General. Würfel meine ich. Jawohl, nicer Typ. 5 Belagerungspips. Alter, was geht? Stopp. Warte mal. Übertreib nicht. Lauf nochmal zurück. Was ist das hier? Fast nur Arti. Okay, krass. Ist aber Ebene. Hm. Wir nehmen einmal schnell diese Provinzen hier ein. Und ups. Die Flotte holen wir mal hier hin zurück. Da kannst du direkt aufwerten. Warum sollten wir uns mit weniger als allem zufrieden geben?
Guck, siehst du, ne? Das dauert meistens ja gar nicht so lange. Okay, haben wir irgendwo noch einen Anspruch bei dir irgendwo? Nee, ne? Es könnte natürlich noch eine Idee sein, jetzt das Sundgau zu nehmen und dann Tirol freizulassen, aber da habe ich noch nichts von, ne? Und das jetzt im Separatfrieden zu holen, das ist mir gerade ehrlich gesagt noch ein bisschen zu teuer. Also wir machen den Frieden jetzt erstmal so. Und dann kannst du mit der kompletten Sippschaft hier hin und den Typen da oben boxen wir einmal gerade um. ...37.000 Rekruten muss ich haben. Ach, ich hab's. Naja, hol die bloß nicht hier hin. Ob sich das noch lohnt, bei Berg die Beziehungen zu verbessern. Noch so ein bisschen skeptisch. Gut, wir haben noch eine fertige Kolonie. Klasse. Wir machen hier direkt weiter. Also das Game unterscheidet sich nicht so wahnsinnig von unserem Run mit England. Ich finde, man kann aber ganz deutlich merken, dass es mit Frankreich ein Ticken einfacher ist. Also ja, das will er jetzt wissen da unten, ne? Wir gucken mal. Wir lassen das mal noch ein bisschen auf uns zukommen. Naja, okay, gut, das ist halt das Terrain hier, ne? Ui, guck mal, wir verlieren 1000 selbst. Naja, okay, gut, weil er jetzt auch eine 9 gewürfelt hat. Ja, das war schon nicht so gut. Nicht ganz so schlimm. Man kann natürlich in so einer Situation, wenn wir Lissabon jetzt gehabt hätten, dann hätte man da natürlich auch hingehen können und sagen sollen, komm, wir kaufen die jetzt schnell raus, ne? Und dann hast du direkt deine Ruhe. Wo ist das hier? Calabar. Ja, machen wir direkt Autonomie rein. Das werden sowieso alles... interessant. Das kriegen wir auch, ne? Also nicht in diesem Krieg. Wir holen uns das nicht in diesem Krieg, aber wir holen uns das noch. Das hier übrigens auch. Wir holen uns die komplette Elfenbeinküste. Die ist einfach sehr wichtig. Alter, England mag uns. Warum? Warum mag uns England? England ist geisteskrank. 128 Meinungen, wenn wir sie am Leben gelassen haben, oder was? Pro-Katholizismus, verbesserte Beziehungen. Haben wir irgendwann mal gemacht, ne? Damit sie nicht in eine Koalition gehen, wahrscheinlich. Lauf nach Madrid. Dann haut er nämlich ab, genau. Habe ich mir fast gedacht. Und dann schickst du mir den nochmal hier hinten hin. Oder obwohl, warte mal, wir stehen dafür nur hier hin. Jawohl. Kommst du da hin? Nein? Okay. Dann hier hin und hier hin. Ui. Hat jemand einen Punkt ausgegeben. Guck mal, wie entspannt der da durchläuft. Weil ich die Provinz nicht kontrolliere, kann der das? Liegt es da dran? Vermutlich. Krieg mit Portugal, hast Krieg mit der halben Welt, ne? Also.
Der ist nicht so gut im Belagern. Ich brauche einen anderen, der besser ist. Das ist der Fünfer, ne? Dann nimmst du den Vierer Karpfen mit hier hin. Dann verteilst du den mal schnell. Ja, da oben in Girona ist aber Ende Gelände, mein Freund. Lass ihn wissen, dass ich da angreife. Wow. Schnäppchen. Schnäppchen, Provinz mit 21 bekommen. Girona da oben auch. Nicht übel, nicht übel. Ja, der bumst direkt die Verteidigung auf, ne? Mit einem Artillerievorstoß oder zumindest mit einem, ne? Also mit einem Bombardement. Das machen wir aber nicht. Wir sparen noch ein bisschen was. Okay. Ja, er könnte dann nochmal hier verstärken. Wir haben einen Terrainvorteil, ne? Achtundzwanzig ist schon mächtig. Lagerung ist mächtig bei ihm. Ach, come on! All dein Geld? Und Kriegsreparation? Nicht ganz. Und dann hauen wir es schon wieder ab. Jetzt merkt er nämlich, dass ein Brudi draußen ist. Und dann war es das. Abfall von Breche. Nein, 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 nein. Lass mal die 10 Prestige, 10 Prestige sein. Und dann tut ihr euch hier nochmal zusammen, bitte. Cool, Madrid haben wir jetzt auch, dann kannst du mal hier hin. Könnte jetzt, also dürfte jetzt ja auch nicht mehr so einfach für ihn sein, oder? Ist jetzt auch nur noch Spanien übrig. Im Krieg, ne? Ist nur noch er selber. Huius Ipse. Den auf. Wir klauen uns die gesamte Küste. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich hatte ja vorhin noch an diese Mission gedacht mit dem Plündern. Vielleicht habe ich das mit England verwechselt. Beziehungsweise mit den Briten. Das ist der Typ, ne? Okay, mhm. Frevel! Ich mag keinen Frevel.
Granada hat einfach so unfassbar viel Verteidigungsfähigkeiten. Das ist ja nicht normal. Oh, mit wem bist du im Krieg? Ach, mit gar keinem? Ich dachte schon. Ich dachte schon, hier wäre was passiert. Du holst bitte die Provinz hier und du die hier. Und du machst mal den Typen da oben gerade weg. Ja, doch, das geht. Ein Schiff weniger. So, vertreiben wir ihn einmal. Der hält gut dagegen. Und er hält nicht mehr gut gegen. So, letzte Festung und dann sind wir doch ready, oder? Will er noch nicht machen? Ah, okay. Wobei, das ist jetzt... Also unverschämt ist das jetzt gar nicht, oder? Man behält noch Barcelona. Barcelona kostet 11. Aragon kostet 14. Barcelona wäre wahrscheinlich noch ganz wichtig. Was wäre denn, wenn wir Alicante und Jativa... aber das sind auch gute Provinzen. Alter, das sind echt gute Provinzen. Wir gucken mal. Rossello, super. Dann haben wir Roussillon und ich würde sagen, ihr zwei macht es euch mal in Paris gemütlich und geht da oben nochmal eine Runde twerken. Wahrscheinlich werde ich die Provinzen hier nochmal besetzen müssen. Jetzt gib mir bitte diese Drecksprovinz da unten. Dann einfach, Malaga hat einen so dermaßen übertriebenen Verteidigungswert halt aufgrund des Wunders, ne? Oder ist doch hier, ne? Ja, ne, Moment, Granada ist es. Granada. Ah, okay, dann hat er der gar nicht da. Okay, habe ich mich geirrt. Ich hätte gedacht, er hätte das ausgebaut. Achso, ja, du kannst twerken. Genau. So, boxst du den oben mal weg und dann holen wir mal die Transportschiffe hier runter. Ich glaube, er lässt sich dazu überreden, dass wir Ibiza und Mallorca einnehmen, wenn wir es besetzt haben. Wo willst du? Ja. Jetzt macht der dicke Backen da unten. Mit seiner kolonialen Nation. Als ob das hier jemanden interessieren würde. Neue Stufe der Armee-Professionalität, auch sehr schön. So, dann immer nach Ibiza bitte. Was machen wir noch hier? Institution, Verbreitung wahrer Glaube ist, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr ganz so wichtig, ne? Aber wir nehmen es trotzdem. Vielleicht haben wir noch was davon. Oh, unser Schatzmeister ist down gegangen. Oh no.
Gott, wir müssen übrigens mit dem Geld wieder was anfangen, ne? Ja, dann nimm doch direkt wieder einen Schatzmeister. Einen Matzscheister. Und dann baust du mir mal ein paar Handelszentren aus. Achso, das geht während des Krieges nicht. Ja, dann sparen wir das Geld und machen das dann nach dem Krieg. So, bitte, jetzt aber. Ich sollte wieder was mit meinen Diplomaten anfangen. Das bringt dir nichts. Was ist mit Litauen? Beziehungen verbessern. Was mit Moskau? Beziehungen verbessern. Mach mal da drüben. Vielleicht werden wir mal was davon haben. Und twerken. Hier könnte man nach Montpellier gehen. So, jetzt. Ah, warte, stopp halt. Halt, stopp. Jetzt versenke ich. Super. Hast du fein gemacht. Und dann kannst du hier runter. Forderungen übersteigen den Kriegsstand. Genau so ist es auch. Die übersteigen den Kriegsstand, weil du komplett am Ende bist. Und dann mach bitte Folgendes. Ich schick mir die Truppen nochmal hier hin. Wie viel Belagerung hast du? 2. Wie viel Belagerung hast du? 4. Nee, was? 5. Ja, das ist doch super. Mal, dann schick mir den nochmal hier hin. Kannst du ja einmal mit dem Schiffchen abholen und dann da runtersetzen. Frankreich kann nun eine Haltung im Konzil von Trient wählen. Sauber. Welche Haltung wählen wir denn? Versöhnlich oder harsch? Harsch. Wir sind harsch. Nehmt die Gegenreformation an. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, die Kosten für Ideen, die tun immer weh, ne? 5%, das ist eklig. Das kannst du halt nicht mehr wählen, ne? Läuft aus, wenn die Staatsreligion gewechselt wird. Ja, wir gucken uns das noch ein bisschen an. Wir können die später, glaube ich, auch noch annehmen, ne? Das können wir später nochmal entscheiden, ob wir das dann wollen. Alles Schottland, Alter, diese Schotten, verfluchte Schotten, die Schotten und andere Schotten. Da sind die Antillen, okay, gut, alles klar, dann, ja, wir machen weiter im Programm hier, ne? Zack. Obwohl, warte mal, kannst du mir den Typen da hinfahren? Hm, der Typ ist ganz gut, weil der billig ist, aber ist egal, es ist trotzdem absurd. Jetzt gerade keine Admin-Macht ausgeben, ich hätte das noch gerne für die Ideen. Man muss aber tatsächlich auch sagen, in vielen Situationen will sich die KI halt auch einfach komplett vernichten lassen. Weil sie es nicht einsieht, vorher zu kapitulieren, ne? Das ist manchmal ein bisschen. Also ich finde das manchmal nicht ganz so gut. Das war früher anders. Natürlich ist die Kritik irgendwo berechtigt zu sagen, die KI hat früher zu leicht aufgegeben und das führte dann dazu, dass der menschliche Spieler es zu einfach hatte bei vielen Kriegen, weil du einfach nur 2 Provinzen oder so angreifen und überrennen musstest und dann konntest du direkt schon horrend krasse Kriegsforderungen durchsetzen oder so.
Ja, bitte Franche-Comté konvertieren. So, woher habe ich den? Habe ich den durch meinen... Ah, nee, warte mal, den... Habe ich den durch mein Handelshaus gekriegt? Oder, nee, von der Kolonialnation habe ich den, ne? Ja, habe ich von der Kolonialnation bekommen. Das ist doch gut. So, dann können wir nämlich hier sagen, Handel übertragen. Das macht der Guy für uns. Was? Kanada erhält Freiheitsstreben. X. Freiheitsstreben für Kanada. Mir den auch hier hin. Ja, da besitzen wir jetzt halt alles, ne? Jetzt möchte er. Cool, okay. Das fasst alles. Bam. So richtig bam. Lauf mal hier hin. So, ja krass. Guck mal, nur noch Barcelona hat er. Und auf einmal haben wir einen sehr loyalen Vasallen. Und können unsere Handelszentren ausbauen, weil wir ganz viel Geld haben. Oh, warte mal, der braucht mehr Entwicklung, ne? Wie hoch muss sie sein? 10, okay. Ups. Und ups. Ich meine, Bordeaux wäre vielleicht sogar... Also die Möglichkeiten, Handelssteuerungen zu betreiben nach Bordeaux ist halt limitierter, ne? Also die Möglichkeiten, Handel in den Ärmelkanal zu steuern, ist größer. Es gibt mehr Möglichkeiten, dahin zu steuern. Hä? Aber warum soll ich hier natürlich Handel abschiffen, weil das ist doch mein Haupthandelshafen. Hä? Na egal. So, was machen wir noch? Handelshäuser, ne? Entschuldigung, nicht Handelshäuser. Die Häfen ausbauen. Beziehungsweise Handelszentren ausbauen. Wollte ich sagen. Wir haben hier auch einige. Aber in Sevilla. Sevilla ist auch ein guter Hafen. Da kann man auch viel hin umleiten, ne? Der leitet jetzt momentan nach Bordeaux weiter. Verdienen ja 31 immerhin, das ist ganz gut. Aber wir haben da auch so gut wie keine Konkurrenz. Eine komfortable Situation für uns natürlich, ne? Handelsschützen in Bordeaux. Machst du auch, ne? Ja. Na, also es läuft eigentlich ganz gut. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dann sage ich, Pax vobiscum, Valete.